Hallo ihr Lieben und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Das ist ja mein erstes Video dieses Jahr. Und zwar mal mit einem Haul, mal ganz was anderes. Habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Aber ich habe jetzt einen ganzen Batzen aus China bekommen, also von AliExpress. Und ja, wollte euch einfach mal zeigen, was ich hier so bestellt habe. Das hier war bei einem Shop als Dankeschön dabei. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Ich glaube, das sind einfach nur Sticker. Ja, das sind einfach nur Sticker. Fühlt sich zumindest so an. Keine Ahnung, die kleben aber irgendwie komisch. Egal, muss ich mir nachher angucken. Sehen aber so ganz süß aus. Genau, und eigentlich fühlen die sich an, als wenn man die so abmachen müsste. Aber irgendwie, ah ja, genau. Ja, die kleben auch, aber nicht so sehr. Ja, aber trotzdem süß. So, ja, womit fange ich an? Ja, hier habe ich ein paar Stempel und ja, manchmal weiß ich auch nicht, ne? Wenn dann so Weihnachten ist, dann guckt man ja irgendwie komischerweise immer nach Weihnachtssachen, obwohl man genau weiß, wenn man bei Ali Weihnachtssachen bestellt, dann kommen die erst irgendwann nach Weihnachten, aber ist auch egal. Ich fand die ganz cool und ich fand, da sind einige Sprüche drauf, die man eben auch das ganze Jahr benutzen kann. Diesmal gibt es nichts, ne? Oder dieselbe Geschichte wie jedes Jahr. Hier unten steht, irgendwie vergessen wir die wahre Bedeutung von Weihnachten. Du weißt schon, die Geburt vom Weihnachtsmann. Das würde ich hier wegmachen und würde dann halt Jesus da selbst hinschreiben. Aber ansonsten sind die Sprüche halt, esst, trinkt und seid nett zueinander, kann man auch das ganze Jahr verwenden. Geschenke kann man auch das ganze Jahr verwenden. Und hier oben kann man das Weihnachten abkleben und kann dann den Spruch nehmen, nimm's leicht, entspann dich, iss, trink und sei glücklich, ohne Hemmung und immer lachen. Ja, das kann man halt dann ohne das Weihnachten ja auch gut benutzen. Und Prost passt dann immer noch zu Silvester wenigstens. Genau, so. Und auch hier sind wieder Sachen drauf, die man sowohl für, was habt ihr jetzt besser sehen können, zu Weihnachten benutzen kann, als auch für andere Sachen. Ich lese sie mal jetzt nicht alle durch. Also hier unten ist halt für Geldgeschenke so verschiedene Sprüche. Dann von Herzen geht halt wirklich immer. Für und von geht auch immer. So viele Geschenke. Plätzchen finde ich geht auch immer und das hier unten, dieses aus der Weihnachtsbäckerei oder unserer Weihnachtsbäckerei, kann man wieder abkleben. Also finde ich alles nicht so schlimm, kann man ganz gut auch wann anders benutzen. So, den hier kann man auf jeden Fall immer benutzen, der gefällt mir richtig gut. Danke für die Inspiration, dann haben wir da unten, da oben inspirierst mich. Ich liebe alle deine Werke, mach bitte unbedingt weiter so. Dann Bastelfreunde sind die allerbesten. Kreative Umarmung, Kreativität verbindet. Liebe kreative Grüße, das Leben ist kurz, sei kreativ. Ich bin dein Fangirl. Dann lass uns mal wieder zusammen einen Riesenhaufen Schnipsel produzieren. Ja, also den finde ich total gut für Tauschpost und solche Geschichten. So, der hier. Ich habe mich entschieden und sage vielleicht, ich habe es doch auch nicht immer leicht mit mir. Davon habe ich auch tatsächlich mal eine Plotter-Datei gemacht. Die gibt es in meinem Shop. Dann, ich stehe mit beiden Beinen fest auf dem Schlauch. Diese Augen hier, ein paar Kakteen sind noch dabei. Ich bin wach, mehr möchte ich zu meinem derzeitigen Zustand nicht sagen. Hey, ich bin in der Stimmung, mich daneben zu benehmen. Wer ist dabei? Dieser Tag wird aufgrund eines unbekannten Fehlers abgebrochen. Gehen Sie umgehend zurück ins Bett. Verpeilt ist mein zweiter Vorname. Und da unten haben wir dann noch, das ist keine Unordnung. Hier liegen nur überall Ideen rum. Lieb sein bitte. Und dann 12 von 8 sind mit Mathe total überfordert. Ja, also solche Sprüche mag ich ja immer ganz gern, die dann ein bisschen frech sind. So.
Genau, und dann habe ich ziemlich viel, das hier ist auch irgendein Geschenk, keine Ahnung, also ja, irgendwie so eine Gutscheinkarte anscheinend, wo man einen Gutschein reinpacken kann. Ja, kann man auch mal ganz gut gebrauchen, ne? Der Gutschein fehlt. Aber ansonsten ist es eine süße Idee, war halt als Dankeschön mit da drin. Und so. Gut, und ansonsten habe ich ziemlich viel Vintage-Sachen bestellt, weil, ja, immer wenn ich Leute sehe, die mit Vintage-Sachen basteln, gefallen mir die einfach am besten und deswegen brauchte ich unbedingt auch ein paar. Aber vorher zeige ich euch mal hier ein paar Aufkleber. Und zwar sind das christliche Aufkleber. Yep. Ich muss den Anfang finden hier. Und da sind halt also christliche Sachen drauf. Manche finde ich cool, manche nicht. Ich lese die jetzt auch nicht alle vor und ich übersetze die jetzt auch nicht alle. Den finde ich allerdings cool. Mein Gott liebt jeden. Das musste jetzt mal übersetzt werden. Und ja. Die Hintergrundfarbe ist cool. Ja, und ich möchte die für mein Bibel Art Journaling benutzen. Weil ich das immer ganz cool finde, da irgendwo einfach mal einen Aufkleber rein zu klatschen. Wobei es natürlich schöner ist, da selbstgemachte Sachen reinzumachen, aber ja, manchmal tut es halt einfach auch nur ein Aufkleber. Den finde ich auch gut, besonders im Moment, zu dieser Zeit gerade. Ich möchte in Frieden gehen. Finde ich sehr gut. Gott ist gut, das stimmt. Ich will mich jetzt auch nicht zu ewig damit aufhalten, aber da sind halt schon mal einige drin. Finde ich auch cool. Richtig schön hier. Jesus ist genug für mich oder Christus ist genug für mich. Trust in the Lord. Ja. Ja, da sind halt ziemlich coole Dinger dabei. Ja, gibt ja immer mal was, was man nicht so toll findet, aber so. Ja, also wer so ein bisschen bibelfirm ist, der kennt auch die meisten Sprüche hier. Oder wer mit Gott unterwegs ist. Ui, lass ihn bleiben. Ja, das ist jetzt mal ein Bild, was mir nicht gefällt, weil wir sind halt nicht katholisch und mit Maria haben wir es dann nicht so, aber das macht ja nichts. So, und da ist noch ein Beutelchen. Also wenn euch das jetzt hier nervt und euch langweilt, dann spult einfach ein bisschen vor. Aber ich glaube, den einen oder anderen interessiert das schon, was in so einem Tütchen mal drin ist, weil man sieht halt nicht alle, wenn man diese Packung da kauft. Ich muss mal gucken, ob ich es hinkriege, euch zumindest die Shops, wo ich die Sachen gekauft habe, unten unter den Videos zu verlinken. Ich möchte euch jetzt natürlich nicht jedes einzelne Teil hier verlinken, aber zumindest die Shops kann ich ja vielleicht mal verlinken. Ja, die seht ihr, die sind ein bisschen kleiner. Das ist aber auch ganz gut,
weil oft hat man ja auch an den Seiten von der Bibel nicht ganz so viel Platz. Und da ist es ganz gut, wenn man ein bisschen kleinere hat. Ich glaube, da wiederholt sich auch ein bisschen was, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Vorne sah wahrscheinlich nur so ähnlich aus. Bei dem hier habe ich jetzt das Gefühl, ich habe es das dritte Mal in der Hand, aber es ist immer ein bisschen anders gewesen, glaube ich. Hier haben wir auch wieder eine Maria. Hier so ein Kreuz, da stehen dann ganz viele Sachen drin. Ja, Jesus liebt mich, wiederholt sich natürlich sehr, sehr oft, aber weil es halt einfach wahr ist. Und auch wenn du denkst, dass du Gott gar nicht kennst, wie soll er dich dann lieben? Er kennt dich, seitdem er dich in deinem Mutterleib gewollt hat. Und jedes Menschlein, was auf diese Welt gekommen ist, egal welche Glaubensrichtung, egal welche Glaubensrichtung ihr habt, egal was ihr glaubt oder nicht glaubt, Gott liebt euch und er glaubt an euch und ihr seid gewollt und zwar, wie gesagt, seitdem ihr im Mutterleib gebildet worden seid. Und es spielt keine Rolle, ob die Menschen euch wollen oder nicht wollen. Ihr könnt ganz sicher sein, dass ihr gewollt seid. Finde ich sehr geil, dieses Bild hier. Okay, das werde ich, glaube ich, aufheben und werde ich meinem Vater geben, weil der steht nämlich total auf AC/DC. Ja, finde ich auch richtig schick. Ja, hier sind auch ein paar Sachen dabei, wo man sich einfach nur mal Ideen holen kann, vielleicht für sein Art Journaling. Und kann dann vielleicht die Sachen, ohne sie einzukleben, sondern einfach tatsächlich selber machen. Finde ich auch geil. So, ihr habt es gleich geschafft. Noch ein Ticket. So. Genau, und das hier erinnert mich an ein Pleck von der Gitarre. Und ja, ich habe Freunde, die Gitarre spielen und denen werde ich das schenken. Und ja, zu dem, was ich gesagt habe, kann ich nur sagen Amen. So, dann haben wir das auch abgearbeitet. Subi, dann geht's weiter mit meinen Stanzteilen, weil die nur drei sind eigentlich. Hallo, da. Genau, also habe ich mir einmal hier so ein Kompass geholt, weil ich finde, dass man den immer gebrauchen kann, immer mal wieder. Dann hier so ein Teilchen, so eine Mauer. Ja, und hier ist mal so ein bisschen was Technisches, weil irgendwie habe ich sowas überhaupt nicht. Und dachte ich, ach komm, das bestellst du jetzt mal mit. Ich hoffe, dass die einigermaßen gehen, weil das hier ist sehr filigran. Ich hoffe, das ist ja leider oft so, dass diese China-Sachen, wenn die so filigran sind, dass es nicht so gut funktioniert. Aber ich werde es ausprobieren. So, die hier sind, glaube ich, auch wieder ziemlich lang zum Durchgucken. Ich glaube, die haben 145 Seiten oder so. Ich werde die jetzt aber auch nicht alle durchgucken, sondern ich werde die jetzt hier einfach so durchblättern. So, und hier sind jetzt am Anfang ziemlich viele Menschen gewesen und hier geht es, glaube ich, so ein bisschen um Reisen. Hier sind dann so lauter solche Weltkarten und hier möchte ich vielleicht Briefmarken oder so draus machen, dachte ich mir. Ja, und alte Papiere, wie gesagt, ich habe halt geguckt, dass ich halt so Vintage Sachen benutze. Hier geht es dann weiter mit alten Zeitungsdingern. Hier so ein bisschen kalendermäßig. Das könnte auch so sein. Wie gesagt, alles so ein bisschen Vintage. Und ja, alles, was man sich so unter Vintage so ein bisschen vorstellt, ist hier halt mit drin. Abschnitte von Tickets und alles Mögliche halt. Genau. So, das hier wird wahrscheinlich nicht viel anders sein. Sind natürlich andere Motive. Na klar, ich habe ja nicht zweimal genau die gleichen Motive
mir gekauft, sondern natürlich unterschiedliche. Aber vom Stil her sind die halt trotzdem sehr ähnlich, wie gesagt, weil ich halt eben Vintage haben wollte. Hier sind dann auch mal so ein paar bisschen buntere Sachen drin. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt so sehen könnt. Ja, wie gesagt, hier sind, glaube ich, 145 unterschiedliche Papiere drin. Und ja, ich finde die ganz süß, um die einfach mal so mit dran zu kleben, weil manchmal hat man ja so kleine Ecken, die man noch ausfüllen will oder so, und dafür sind die natürlich hier perfekt. Und eben für Briefmarken, ich will mir unbedingt noch so eine Briefmarkenstanze besorgen, um dann eben auch Briefmarken zu machen. So, ich arbeite mich jetzt einfach mal von oben nach unten durch, obwohl das hier gehört mit dem zusammen, das ist vom selben Shop auch auf jeden Fall. So, komm raus. Ja, und hier auch wieder verschiedene Vintage-Papiere. Und die riechen sogar so ein bisschen, ja, alt jetzt nicht, aber also die riechen auf jeden Fall nach irgendwas. Stinken aber nicht. Ja, wie gesagt, ist jetzt auch nichts mega Besonderes und so. Drei verschiedene Größen sind hier, glaube ich, drin. Und sind auch immer von jedem zwei. Ja. Genau, von jedem Papier gibt es zwei. Ja. Ich versuche das ein bisschen schneller durchzublättern, damit es euch nicht zu langweilig wird, weil ich weiß, wie das bei mir ist, wenn jemand Blöcke oder so zeigt. Obwohl, es ist schon besser geworden. Es gibt tatsächlich auch schon den einen oder anderen Blog, den ich mir dann mal angucke. Aber generell finde ich das total langweilig, mir da irgendwelche Blöcke anzugucken oder irgendwelche Papiere. Aber ich weiß, dass es eben Leute gibt, die das interessiert. Und deswegen, ja, ihr seht ja, das hat hier alles so ein bisschen was von bekleckertem Papier sozusagen. Also als wenn da mal irgendwie Kaffee drüber gelaufen wäre oder so. Aber es sind natürlich alles Drucke, also es ist jetzt nicht wirklich irgendwie bekleckert, aber ist ja auch klar, ist ja halt China-Papier, ne? Genau, so, das war das eine. Ich packe das mal immer wieder zu den Tüten, damit ich nachher weiß, wo es hinkommt. Und hier sind Postkarten drin, beziehungsweise Papiere, die aussehen wie Postkarten. Und zwar manchmal einfach nur solche Stücken. So wie zerschnittene Postkarten sozusagen. Ich drehe den andersrum. War so klar. Kaum dreht man es andersrum. Naja, macht ja nichts. Und ja, wie ihr seht, immer auch zweimal das Gleiche. Ja, und die fand ich irgendwie auch ganz cool. Und dachte mir, ja, nimmst du mal mit. Ist bestimmt auch nicht schlecht. So, und hier sind jetzt dann so ein bisschen größere ganze Postkarten. Und dann Sachen, die aussehen, als wenn sie einfach nur auseinandergeschnitten wurden. Na komm. Altes Dokument. Ein bisschen zerschnitten. Vielleicht ein sagt schnell ein Telegramm. Ich drehe jetzt. Ich kann nicht anders. Das ist doch wieder anders. Ja, und da hat man doch schon mal eine ganz coole Grundlage. Und man sieht auch cool aus. Ja. Wenn man dann so ein bisschen Vintage kreativ werden möchte. Oh, die hier gibt es gleich, die eine Karte hier gibt es gleich viermal. Da haben sie sich wahrscheinlich beim Verpacken vertan. Und das sieht aus wie das vorne, was wir auch schon mal hatten.
Und zu guter Letzt dieses Design hier. Ja, gefallen mir gut. Wie gesagt, dann hat man eine schöne Grundlage und muss nicht selber irgendwelche Papiere da zusammen basteln. So. Diese Sachen hier waren übrigens alle aus dem gleichen Shop. Ich glaube, die sogar auch, aber ich bin nicht, nee, die nicht. Aber die hier waren, glaube ich, alle vom gleichen Shop, aber ich bin nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich werde versuchen, euch die Shops unten zu verlinken. Und dann könnt ihr ja selbst mal schauen. So, und hier sind dann auch so ein paar Vintage-Papiere. Ich gucke mal, wie oft so ein Papierchen hier immer drin ist. Es aussieht dreimal. Hm. Oh, ärgere mich doch nicht, bitte. Ja. So. Ja, ich glaube dreimal. Ja, das sind immer drei. So. Ja, ich glaube, das sind so alte Werbezettel, würde ich jetzt mal sagen. Sieht für mich zumindest so aus. Die alte Werbe, ja, was man heutzutage so als Wurfsendung quasi bezeichnen würde. Ja, und die finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Naja, das sind jetzt die gleichen nochmal, nur ein bisschen dunkler. Sieht zumindest so aus, als wenn das die gleichen nochmal sind, vielleicht ein bisschen verändert. Ja, ein paar sind doch ein bisschen anders. Aber manche wiederholen sich halt auch. Das haben wir auch schon mal gesehen. Und das auch. Und dieses auch. Genau, also haben wir einmal hell und einmal dunkel. Ja, finde ich doch alles ganz cool, muss ich sagen. Manchmal ist es ja auch so, dass man die Sachen da im Shop sieht und dann bestellt und dann denkt, ach, die sehen aber cool aus und ja, dann sind sie es doch irgendwie nicht. Die hier finde ich besonders schick. Ich hoffe, dass die auch ein bisschen stabil sind. Gucken, wie viele wir hier drin haben. Und ob es alles die gleichen sind oder ob da auch ein paar unterschiedliche sind. Schauen wir mal. Ja, sind unterschiedliche, sehr schön. Und zwar dieses. Ja, die sind natürlich echt wirklich, wirklich schön. Ich glaube, die bestelle ich mir direkt gleich nochmal, die wirklich cool sind. Wenn du die als Untergrund hast für eine Karte, dann brauchst du ja schon gar nicht mehr so viel machen. Hinten ist auch immer so. Also die sind auch relativ stabil. Da kann man schon ein bisschen was mitmachen. So. Und hier noch ein paar Noten. Sehr schick. So. Ob das alles so ein bisschen zeitungsmäßig ist oder ob da auch andere Dinge dabei sind. Ja, diese scheinen hier wirklich alle so zeitungsmäßig zu sein. Aber das war auch genau das, was ich wollte. Genau, das waren die. Die fühlen sich auch richtig schön an. Die sind irgendwie ganz weich. Ja, stinken nicht. Wie viele waren da jetzt drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück sind da mal drin. Okay. So, und bei den dreien hier ist es alles das Gleiche. Die hier sind ein bisschen verblasst. Den einen hatte ich schon mal aufgemacht und hatte ich schon mal reingeguckt. Und zwar sind das Lieder, also Notenblätter. Und ich mache jetzt das hier mal auf, weil ich wissen möchte, ob da nur das Cover vorne verblichen ist oder ob die auch tatsächlich alle eine andere Farbe haben. So sieht es dann von hinten noch aus. Finde ich auch ganz witzig hier mit diesen kleinen Ecken drin, dass man dann das Band da wieder drum binden kann. Nee, innen drin sehen sie normal aus.
Und ja, die sehen dann auch aus wie so Zeitungs... Ach nee, hier wird aber anderes. Guckt mal, das sind hier gar nicht die GIDA-Zettel. Genau, die anderen sind Noten, da mache ich die anderen auch auf. Vielleicht sind sie alles drei unterschiedliche. So, das ist sehr dünnes Papier. Und halt wieder so ein bisschen wie Zeitungsausschnitte. Ja. Manche Sachen halten sich bis heute. So. Jawohl, okay, dann habe ich das schon mal auch geklärt, dass das was anderes ist. Das hier hatte ich, glaube ich, schon mal offen. Das waren die Lieder. Und die meisten davon waren Weihnachtslieder, aber da war auch was anderes noch mit dabei. Aber wenn das ist, was ich schon mal auf hatte. Genau, das hier ist ein Worship-Lied. Christmas Song of the Children of Bethlehem. Genau, das war das, was ich schon mal offen hatte. Silent Night, nochmal Silent Night. Yep. Oh, komm. Zack. Das hier kenne ich nicht. English Carol Book. Keine Ahnung. My Heart Will Go On von Céline Dion. Ja, Komposition Nummer 05, also Beethovens fünfte. Dann Retweak Kings of Orient A. Also ich denke, das ist von den drei heiligen Königen, als sie halt nach Bethlehem gewandert sind. Und The Christmas Tree und dann The Last, Just One Last Dance von Sarah Connor. Ja, also finde ich auch cool. Und jetzt gucke ich in das dritte auch noch mal rein, weil ich nicht weiß, obwohl doch, guck mal hier, da steht das gleiche vorne drauf, das wird genau das gleiche sein und da steht auch was anderes drauf, genau, das sind Zeitungspapiere, also werden die gleich sein und die halt nicht. So, und dann haben wir es auch schon fast geschafft, nur noch diese Schablone hier, ich ärgere mich ein bisschen, weil die war im Umschlag geknickt, muss ich mal gucken, dass ich die halt wieder ein bisschen gerade kriege, ja. Und das hier habe ich hauptsächlich deswegen bestellt, weil manche Teile hier so ein bisschen was von einem Poststempel haben. Ich habe aber mittlerweile mir schon ein anderes Teil bestellt, eine andere Schablone, wo wirklich Poststempel sind. Also das hier kann man ja auch so ein bisschen schon benutzen, diese Ecke. Und genau, dachte ich mir, kann man so ein paar Ecken ganz gut benutzen. Und ja, das hier insgesamt mal zu benutzen, ist ja auch ganz süß. Halt alles für, na sagt schnell, für Mixed Media oder für ja, Karten und so weiter. Ich möchte im nächsten Jahr vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Tauschpost machen. Eine Tauschpost liegt jetzt im Januar schon an. Da muss ich noch eine Sache für fertig machen. Also das meiste habe ich schon fertig, nur eine Sache fehlt noch. Achso, und was ich euch noch zeigen wollte, sind die Dinger hier. Die habe ich aber nicht bei Ali bestellt, sondern das habe ich von lieben Freunden gekriegt. Und zwar sind das Tüten von alten Gitarrenseiten. Und ich habe die da bei denen auf dem Fußboden gesehen. Und da habe ich gesagt, ey, wenn ihr die nicht mehr braucht, wenn die Gitarrenseiten da raus sind, dann möchte ich bitte alle Umschläge haben. Weil, ja, die sind Vintage und da kann ich total schöne Sachen mit basteln. Und dann waren sie so lieb und haben die ganzen Seiten da rausgenommen, weil sie gesagt haben, ach, das ist nicht wichtig, die müssen nicht da drin sein, die packe ich in irgendwelche anderen Teile und dann kannst du die haben. Ja, und dann haben sie mir die gegeben. Und weil die eben so schön zu dieser ganzen Vintage-Geschichte hier passen, dachte ich mir, ich zeige die gleich mit. Ja, da habe ich mich auf jeden Fall mega drüber gefreut. Das sind auch richtig viele. Was heißt richtig viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15 Stück. Genau, 15 Stück. Davon werde ich aber niemanden welche abgeben. Die werde ich behalten. Und die werde ich entweder als Pockets mit reinkleben, zum Beispiel in ein Album oder so. Ja. Oder ich werde sie mir auseinanderschneiden und dann eben die Vorderseite für Mixed Media mitverwenden. Genau, ja, finde ich voll schön. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich so alt waren. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil Gitarrenseiten, die ewig lange liegen bleiben, die
halten ja dann nicht, also die werden ja nicht besser, wenn die rumliegen, glaube ich. Aber ja gut, wenn sie verpackt sind. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe mir zwar eine Gitarre gekauft, eine Western-Gitarre, und habe auch eine Konzertgitarre. Und übe auch ein bisschen, deswegen sind übrigens auch meine Fingernägel ganz kurz, zumindest an der Hand hier. Also wirklich Hornhaut habe ich leider noch nicht. Es war kurz vor Weihnachten, war es schon mal besser mit der Hornhaut, aber ja, ich war jetzt doch wieder ein bisschen nachlässig. Also es ist zwar hier schon ein bisschen dicker, wenn ich drüber fasse, aber es ist noch keine richtige Hornhaut. Ja, genau, okay. Na gut, ihr Lieben, das war's. Wie gesagt, ich habe noch mehr bestellt, aber ich wollte jetzt nicht noch länger warten. Und ich wollte euch auch endlich mal ein neues, frohes neues Jahr wünschen, weil wir uns ja noch gar nicht gesehen hatten. Okay, ihr Lieben, ich habe tatsächlich die Tage vor diesem Video hier schon andere Videos aufgenommen. Und eins habe ich auch noch im Petto, was ich noch aufnehmen möchte. Also eine Idee habe ich noch, was ich noch machen möchte. Und ja, dann denke ich mal, dass ihr ein bisschen mehr sehen werdet die nächsten Tage. Ich weiß aber noch nicht, wie ich es schaffe mit dem Schneiden und so weiter. Deswegen verspreche ich nichts. Das habe ich mir fest vorgenommen für meinen YouTube-Kanal. Keine Videos mehr zu versprechen, weil man kann sie manchmal halt einfach nicht halten. Genau. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.